Langsam wird es dunkel und Luzi ist immer noch nicht hier. Hoffentlich hat er sich hier im Wald nicht verlaufen. Ah, da kommt er ja endlich. Hallo Luzi, schön dich endlich zu sehen. Hallo Zoppo, sorry, aber es ging nicht schneller. Wir haben im Wald ein neues Naturschutzgebiet eingezäunt und ich musste außen rumlaufen. So ein Naturschutzgebiet ist ja was Tolles, aber nicht für meine Füße. Aber jetzt bin ich ja da. Ich habe mich riesig gefreut, heute bei euch Wichteln für die Nacht unterzukommen. Aber sind eure Häuser denn groß genug für mich? Das nicht, aber meine Frau Gretel kennt einen alten Dachsbau. Da passt du schon rein. Sind ja tolle Aussichten für die Nacht, aber es ist ja schließlich nur eine Nacht. Keine Sorge. Wir haben den Dachsbau so hergerichtet, dass du es bequem und warm haben wirst. Das klingt schon besser, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um deine Frage. Du wolltest schließlich wissen, was die ungewöhnlichsten Tiere der Welt sind, richtig? Richtig, denn die Tiere hier bei uns im Wald kenne ich schließlich alle schon in- und auswendig. Gut, dann fangen wir an mit meiner persönlichen Top 10 Liste. Auf Platz 10 ist der Kuhfisch. Warum er so heißt, sieht man ja. Er hat zwei Hörner. Diese benutzt er, um sich bei Gefahr verteidigen zu können. Neben den Hörnern verfügt er aber noch über ein Gift, welches er ausstoßen kann und trägt einen harten Knochenpanzer. Der Kuhfisch wird aber auch gelegentlich Langhornkofferfisch oder gehörnter Kuhkofferfisch genannt. Kaum zu glauben, aber dieser ungewöhnliche Fisch ist mit dem Barsch verwandt. Für einen Fisch eher ungewöhnlich, aber ein Kuhfisch besitzt keinen Kiemendeckel. Nur durch das Heben und Senken des Mundhöhlenbodens kann er die benötigte Wasserzirkulation erreichen. Dieser Fisch lebt im Indopazifik und gehört zu einem der schnellsten Fische der Welt, da er seine Flossen wie Propeller benutzen kann. Er wird bis zu 30 cm groß. Auf dem 9. Platz finden wir den Glasfrosch. Dieser lebt in den tropischen Regenwäldern. Anders als bei anderen Fröschen hat der Glasfrosch ein verwachsenes Fersenbein. Die Haut des Tieres ist grün durchsichtig, weshalb man Augäpfel, andere Organe und Eier im Inneren des Frosches von außen gut erkennen kann, daher auch sein Name. Sie können 3 bis 8 cm groß werden, aber in der Regel werden sie nur etwa 2 cm groß. Erst zu Beginn dieses Jahrtausends konnte der Glasfrosch nach seiner Entdeckung um 1950 richtig untersucht werden. Jetzt kommen wir zum 8. Platz und damit zum Seegerochen. Dieser heißt logischerweise so, weil seine bezahnte Maulspitze wie eine Säge aussieht. Allerdings sieht dieser Rochen auch wie ein Hai aus. Doch es handelt sich hierbei tatsächlich um einen Rochen. Sägehaie gibt es auch, doch die sehen etwas anders aus. Die Säge des Rochens ist auch gleichzeitig seine effektivste Waffe in der Jagd und in der Verteidigung. Auch dient die Säge als Sinnesorgan für elektromagnetische Impulse, um Beutetiere besser zu finden. Der Sägerochen kann bis zu 8 Metern groß werden und lebt in der Regel in tropischen Bereichen des Atlantiks und des Indopazifiks. Heutzutage ist der Sägerochen allerdings leider vom Aussterben bedroht. Die Spiegeleiqualle ist auf unserem 7. Platz. Wie diese Quallenart aus dem Mittelmeer zu ihrem Namen kam, leuchtet wohl auch jedem ein, oder? Die Spiegeleiqualle zählt zu einer der bewegungsaktivsten Quallenarten, ist jedoch nur knapp 40 cm groß und besitzt ein sehr schwaches Gift, welches für den Menschen absolut ungefährlich ist. Dennoch wird sie oft von einigen kleinen Fischen begleitet, die in den Nesselfäden Schutz vor Raubfischen finden.
Leider ist jede Spiegeleiqualle ab ihrer Geburt eine Waise, denn den Vater lernen sie nicht kennen und die Mutter stirbt kurz vor der Geburt. Nun kommen wir zum Streifentenereck auf dem 6. Platz. Es ist ein ungewöhnlich aussehendes Säugetier auf Madagaskar und ähnelt sehr einem Igel mit gestreiftem Fell. Mit seinen Rückenstacheln kann das Streifentenereck sogar Töne erzeugen, die der Kommunikation mit Artgenossen dienen. Und natürlich dienen die Stacheln auch zur Verteidigung. Er ist ein großartiger Buddler und kann sogar einem Maulwurf Konkurrenz machen und wird bis zu 20 cm groß. Er kommt zwar nur auf Madagaskar vor, ist aber nicht vom Aussterben bedroht. Auf dem 5. Platz ist die Seefledermaus anzutreffen. Doch diese Fledermaus kann nicht fliegen und lebt im Wasser. Es handelt sich hierbei um einen besonderen Fisch mit armähnlichen Flossen. Die Seefledermaus lebt in fast allen Meeren der Welt in einer Tiefe von 1000 Metern. Sie kann bis zu 30 cm groß werden und benutzt ihre Flossen zum Beispiel zum Graben oder zum Angeln von kleinen Tieren als Beute. Die Saiga vertritt bei uns den 4. Platz. Sie gehört zu den Antilopen und lebt logischerweise in den eurasischen Steppen. Beinahe wäre sie ausgestorben, doch die Population geht glücklicherweise wieder langsam nach oben. Lediglich das Männchen trägt Hörner zur Verteidigung, das Weibchen ist hornlos. Das Aussterben der Saiga war das Tier zum Großteil selbst schuld, da nur die stärksten Weibchen Kontakt mit den Männchen hatten. Sie hatten die schwächeren Weibchen von den Männchen ferngehalten. Mittlerweile ist das Problem aber größtenteils behoben. Die Saiga kann aber besonders in Paarungszeiten aggressiv werden und sogar Menschen angreifen. 2005 kam durch ein Bakterium nochmal ein großes Massensterben für die Saiga dazu. Die Saiga ist logischerweise vom Aussterben bedroht. Der Gespensterfisch ist auf Platz 3. Dieser Fisch wird auch oft Hochgucker genannt. Es handelt sich hierbei um einen durchsichtigen Fisch, daher hat er auch seinen Gespensternamen. Den Namen Hochgucker verdankt der Fisch seinen röhrenförmigen, aufwärts gerichteten Augen. Er kann bis zu 50 cm groß werden und ist im Vergleich zu anderen Tiefseefischen sehr klein. Er hat ein paar Zähne und wie die meisten Fische auch Schuppen, die jedoch sehr leicht abfallen. Manche Gespensterfische haben sogar leuchtende Organe, jedoch nicht alle. In einer Meerestiefe zwischen 400 und 2500 Metern ist der harmlose und ruhige Gespensterfisch in den Ozeanen zu finden. Auch auf Platz 2 finden wir wieder einen Fisch, und zwar den Fetzenfisch. Zusammen mit den direkten Seenadeln und den Seepferdchen gehört der Fetzenfisch zu den Tieren, bei denen das Männchen den Nachwuchs auf die Welt bringt. Er lebt vorwiegend in den kühleren Gewässern der australischen Küste in bis zu 30 Metern Tiefe. Der Fetzenfisch hat schon was von einem kleinen Wasserdrachen und kann schnell mit Algen verwechselt werden, wenn er sich nicht bewegt. Der Fetzenfisch kann bis zu 35 cm groß werden und ernährt sich von Schalentieren. In Gefangenschaft kann er sogar bis zu 10 Jahre alt werden. Und nun kommen wir zu Platz 1, den goldenen Tiger. Ja, den gibt es wirklich und ich finde, er hat sich den ersten Platz hier redlich verdient. Er wird auch gerne mal Tabby-Tiger oder Erdbeertiger genannt. Der goldene Tiger besitzt eine goldene Fellfärbung durch ein rezessives Gen. Genauso wie weiße oder schwarze Tiger gehört der goldene Tiger zu keiner eigenen Art. Die Art, zu der der goldene Tiger gehört, ist der Bengaltiger oder auch Königstiger genannt.
Der Bengaltiger ist unheimlich selten und ein goldener Tiger ist natürlich noch seltener. Vom Verhalten her unterscheidet er sich nicht zum Bengaltiger und hat etwa 40 weitere Artgenossen weltweit, also extremst selten. Ein so seltenes Tier ist in Indien und Bangladesch zu finden. Der normale Bengaltiger hat zwar eine größere Population, ist aber mit knapp 2500 Tieren ebenfalls vom Aussterben bedroht. Das war es also mit meiner Liste der ungewöhnlichsten Tiere der Welt in Aussehen und Verhalten. Wahnsinn, dass da so viele Unterwassertiere mit bei waren, oder? Oh ja, und interessant war es auch. Aber wo du das mit dem goldenen Tiger angesprochen hattest, fiel mir noch was anderes ein. Kannst du mir auch etwas über goldenes Blut erzählen? Ja, natürlich kann ich das. Aber da es schon so spät ist, werde ich dir morgen früh darüber berichten. Abgemacht. Na dann bringe ich dich mal zum alten Dachsbau. Folge mir. Ich bin direkt hinter dir, mein kleiner Wichtelfreund.